Heute mal News an einem Samstag. Pokémon ist diesmal auch relativ schnell abgehakt. Ich habe leider nur zwei News diesbezüglich für euch. Zum einen die Info, dass neue Pokémon Sonne und Mond News am 4. Oktober 2016 um 15 Uhr deutscher Zeit zu erwarten sind. Und zum anderen der Hinweis auf das neueste Pokémon Go Update. Der Fangort wird wieder im Bericht stehen. Wobei ich den echt nicht gebrauchen kann. Ich fand das eigentlich gut, dass sie das entfernt hatten. Naja, feiert auf jeden Fall ein Comeback. Und ihr könnt Rauch mit Pokémon Go Plus verwenden. Die Versionsnummern zur Orientierung stehen in der Videobeschreibung. Metroid Prime Federation Force ließ ja die meisten Metroid-Fans eher kalt oder enttäuschten sie sogar. Dementsprechend groß ist die Hoffnung auf das mehr oder weniger angeteaserte Metroid Prime 4 am Ende von Federation Force. Vielleicht kann ich euch auch neue Hoffnungen machen. Denn Nintendo hat sich nämlich die Unterseite metroid.nintendo.com gesichert. Die Seite existiert auch wirklich, allerdings ist sie für die Öffentlichkeit derzeit nicht einsehbar. Wenn ihr es im Browser eingebt, dann lädt er und lädt er und lädt er, wird sie aber niemals erreichen. Versteckt sich dort möglicherweise ein NX-Metroid? Ich meine, man wird sich die Seite ja nicht ohne Grund gesichert haben, oder? Man darf also neue Hoffnung haben. Ja, und auch wegen NX generell darf man Hoffnung haben. Jedenfalls, wenn man Ubisoft CEO Yves Guillemot Glauben schenkt. Ich hoffe mal, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Der Ubisoft-Boss plauderte nämlich mal wieder ein bisschen was zur mysteriösen NX aus. Hat er ja auch in der Vergangenheit hin und wieder mal getan. Und wenn man das PRG-Blubber rausfiltert und die wichtigsten Aussagen zusammenfasst, kommt man auf folgende von mir zusammengeschriebene Kernaussage. Also, Nintendo hat aus den Fehlern der Wii U gelernt. NX ist etwas komplett Neues und einfach Nintendo, wie man es erwartet, mit all ihren Innovationen, die wir für unsere Spiele und Ideen gerne, von mir aus auch von Anfang an, nutzen. Das Interface ist toll und leicht zugänglich. Ja, er laberte halt noch sowas von wegen, wenn, dann müsste man die Konsole ja von Anfang an supporten, weil eine bestehende Konsole, da wüsste man ja schon, was auf einen zukommt und man möchte die Gamer ja von Anfang an überraschen mit dem neuen Zeugs und so weiter und so fort. Aber will die Stimmung ja nicht trüben, denn er schwärmte auch von der Wii U damals am Anfang. Hat sie dann aber, wie wir alle wissen, relativ schnell abgeschrieben. Nun ja, mal schauen, wie es diesmal aussieht, ne? Laut der DigiTimes hat die Firma Foxconn im Auftrag von Nintendo bereits mit der NX-Produktion begonnen. Soweit nichts Außergewöhnliches, wäre ja eher sonderbar, wenn nicht. Interessant ist jedoch, dass laut deren Gerücht ca. 10 Millionen Geräte im ersten Produktionsjahr angepeilt werden. Und diverse Gerüchte von früher haben ja auch schon gesagt, dass Nintendo relativ viele NX in kurzer Zeit produzieren möchte. Zur Erinnerung, die Wii U konnte sich während ihrer gesamten Lebensspanne, also seit 2012 bis heute, keine 14 Millionen Mal verkaufen. Und wenn man das jetzt in Relation setzt mit dem, was sie bei NX im ersten Jahr planen, wow. Nintendo muss echt überzeugt von dem Teil sein. Würde ich übrigens auch gerne sein, aber dazu müsste man halt das Ding endlich mal zeigen, ne? Die Wii U will Nintendo aber offenbar niemandem mehr zeigen. Laut dem britischen Händler GameSeek sollen europäische Händler nämlich nur noch bis zum 30. September 2016 Wii Us ordern können. Denn ab dem Oktober diesen Jahres wird Nintendo sie nicht mehr produzieren und sie ihren wohlverdienten Tod sterben lassen. Möglicherweise war es das, was beim geheimen Händlertreffen in Frankfurt besprochen wurde, vorausgesetzt, das Gerücht aus der letzten Folge entspricht der Wahrheit. Weihnachtsgeschäft wird also noch mitgenommen, danach setzt man dann aber wohl komplett auf NX. Ist ja leider auch nachvollziehbar. Super Mario Maker für 3DS kommt ja auch zum Weihnachtsgeschäft, soll ein kostengünstiger 3DS-Port der beliebten Wii U-Software werden und wird auch wirklich billig. Wie wir wissen, wurden ja dafür diverse Features, die das Game eigentlich ausmachen, wie erstellte Level hochladen, gestrichen.
Leider wird als Ausgleich dazu kein Gebrauch vom 3D-Feature des 3DS gemacht. Auch die 3DS-Fassung läuft lediglich in 2D. Sehr schade. Schöner ist da schon die Ankündigung von Bandai Namco Entertainment Europe. Die gaben nämlich bekannt, das im Hintergrund zu sehende Dragon Ball Fusion nach Europa zu bringen. Ja, endlich, ne? In Japan haben sie schon diverse Trailer rausgehauen und ich glaube sogar einen eigenen 3DS im Dragon Ball Design. Und wir wurden die ganze Zeit ignoriert. Aber nun wissen wir Bescheid. Das Spiel kommt im Februar 2017 für den 3DS. Nice. Den kompletten Trailer findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und ich beende die heutige News-Folge mit einem neuen Paper Mario Color Splash Trailer, den ihr euch im Hintergrund anschauen könnt. Danach zeige ich euch auch noch die Rescue 5 Episode 5. Und noch eine lustige Anekdote zum Schluss. Nintendo of America hat sich gestern nämlich einen richtig krassen Fail geleistet. Es gibt ja seit einiger Zeit die Möglichkeit, im eShop vorbestellte Spiele bereits kurz vor Release fast komplett runterzuladen, damit man halt dann am Release nicht mehr unnötig warten muss. Die Pfosten haben aber einen Fehler gemacht. Und zwar konnte man sich doch allen Ernstes das komplette Spiel knapp 2 Wochen vor Release downloaden und auch schon spielen. Das ging für etwa 1 Stunde, soweit ich weiß. Dann haben sie es gemerkt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie Reggie ausgerastet sein muss. Naja, jedenfalls danke fürs Zugucken, liken, kommentieren und abonnieren. Bis demnächst und ciao. Yeah.